Der Maturaball muss dieses Jahr leider ausfallen. Fritz Dittelbacher, dieses Bildungsjahr auf Sparflamme. Wie lange wird man das in Österreich merken? Oder ist es vielleicht hauptsächlich das Psychische, was uns noch jahrelang verfolgen wird? Also es ist natürlich schon so, dass die Lehrpläne schon im letzten Jahr und auch heuer wieder nicht zur Gänze abgearbeitet werden konnten. Man wird da schon Lücken einfach haben. Ich denke nicht, dass das Lücken sind, die dann im weiteren Lebenslauf so gravierend sind. Weil ganz ehrlich, wie viel von dem, was wir als Schulstoff, als Maturastoff gehabt haben, würden wir heute noch wissen. Aber es gibt eine andere Qualität sozusagen der Abschlussprüfungen, der Noten in diesen Corona-Jahren als in normalen Jahren. Wobei es bleibt den Schülern und den Studenten eh nichts erspart. Wenn man weiter studieren will in vielen Bereichen, muss man ja mittlerweile Aufnahmeprüfungen machen. Ich habe vor kurzem mir die Zahlen angeschaut. Bei Medizin bewerben sich fürs nächste Studienjahr in Österreich 10-mal so viel Studierenwollende, wie es Studienplätze gibt. Also die Hürden bleiben nach wie vor hoch. Den Schülerinnen und Studenten bleibt weniger erspart und auch für die Eltern war das vergangene Jahr eine richtige Zumutung. Du bist ja selbst Vater. Was kannst du denn darüber sagen? Hat man zum Schluss eine Art Routine entwickelt? Ist es leichter geworden, Kinderbetreuung und Berufsleben unter einen Hut zu bringen? Nach einem Jahr hat man es dann schon besser im Griff gehabt. Man muss dazu sagen, aus meiner ein bisschen anekdotischen Erfahrung her, haben es auch die Schulen und auch die Lehrerinnen und Lehrer besser im Griff gehabt, während im ersten Lockdown im letzten März halt dann vereinzelt Arbeitsblätter zum Abholen in den Schulen aufgelegt sind, haut das jetzt mit diesem Distance Learning in vielen Schulen doch viel besser hin. Wobei natürlich schon die Qualität eines normalen Unterrichts in einer Klasse oder auch in einem Seminarraum auf einer Universität etwas anderes ist, als wenn man daheim vorm Computer sitzt und winzig klein, so 2 Quadratzentimeter groß, die Gesichtlein vor sich sieht. Man hat nicht denselben Kontakt und sozusagen dieses Diskursive, es entwickelt sich Unterrichten ja auch im Gespräch. Ja? Das Gespräch findet so viel weniger statt, wenn man in einen Computer hineinspricht, als wenn man in einer Klasse ist, in einem Vorlesungssaal ist und immer wieder auch nur dieses atmosphärische Feedback bekommt mit, das ist jetzt spannend, was ich sage oder nicht. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Ich fürchte, zum Beispiel an den Universitäten und Fachhochschulen ist das etwas, was in der Qualität der Vermittlung der Lehrinhalte sich sicher noch auswirken wird. Schulen sperren bald wieder auf. In Wien und in Niederösterreich werden Handel und körpernahe Dienstleistungen heute wieder eröffnet und wieder vorgereiht. Warum müssen denn andere Branchen wie die Kulturbranche etwa oder auch die Gastronomie wieder warten? Weil man schon ganz offen sagen muss, dass das, was in der Testregion Vorarlberg herausgekommen ist, ja nicht nur Mut macht, auch wenn man es manchmal in der politischen Bewertung anders hört. Aber wir hatten in Vorarlberg eine 7-Tage-Inzidenz von ca. 60, 70, bevor man geöffnet hat. Und mittlerweile ist man an der Spitze Österreichs mit 240. Das ist fast eine Vervierfachung, nicht ganz. Also, und das ist die Gastronomie und sind die Abendveranstaltungen, die dort offensichtlich die Treiber sind. Ja, man muss dazu sagen, die Intensivstationen sind Gott sei Dank nicht überbelegt in Vorarlberg, aber man hat eine viel höhere Infektiosität dort. Und hier hat die Modellregion Vorarlberg nicht gerade eine Empfehlung gegeben, dass man im Rest des Landes auch hier voranschreitet. Wobei, ab 19. Mai ist es ja auch im Rest Österreichs soweit. Hoffen wir, dass der viel zitierte Impftour bei uns da wirklich einen ganz gewaltigen Schritt nach vor katapultiert. Vielen Dank, Fritz Dittelbacher. Gerne.